Das vordere Kreuzband ist eine Bandstruktur im Inneren des Kniegelenkes, die einen Verlauf hat, als würden Sie sich die Hand in die Hosentasche stecken. Und durch diesen Verlauf verhindert das Kreuzband, dass der Unterschenkel unkontrolliert nach vorne geschoben werden kann im Verhältnis zum Oberschenkel. Und die Patienten bemerken einen Riss des vorderen Kreuzbands häufig als Instabilität. Das heißt, wenn man die Treppe herunter oder rauf geht oder wenn man Drehbewegung macht, dann wird diese natürliche Stabilität im Kniegelenk, die wir eigentlich normalerweise gar nicht bemerken, als Instabilität empfunden.